Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier wieder aus Forst. Gestern war quasi wieder ein Zweitages-Vlog, auch wenn da nur ein Tag drin vorkam. Weil gestern habe ich nicht gebloggt, wir sind erst nachmittags irgendwann aufgewacht. Also ich war wieder erst um 4 Uhr im Bett. Und dann war noch Zeitumstellung, deswegen waren wir nochmal eine Stunde später. Oder früher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir gestern dann noch weitergefahren, hier wieder zurück nach Voss, weil wir müssen ja langsam wieder zurück nach Oslo und dann geht's weiter nach Stockholm und Helsinki und Estland, Lettland, Litauen, Polen. Und heute machen wir vermutlich nochmal eine Wanderung mit James. Ihr wisst, James ist ja Pancake-Man von dem Video, weiß nicht, zwei Videos hier vor oder so. Wir haben jetzt gerade wunderschön gefrühstückt hier in der Sonne. Es ist einfach herrlich, es ist einfach so warm, dass man draußen frühstücken kann. Ich werde jetzt noch ein bisschen Video schneiden. Und dann gehen wir später auf diesen großen Berg. Ich freue mich jetzt schon mega auf die Aussicht von da oben. Ihr könnt euch auch darauf freuen, weil ihr werdet natürlich mitgenommen. Um das alles nicht zu verpassen, dranbleiben. Am besten jetzt schon mal, wirklich jetzt. Macht einen Daumen nach oben und dann guckt weiter. Okay, ich warte kurz bei euch. Gut, habt ihr Daumen nach oben gemacht, dann geht's jetzt weiter. Wir fahren jetzt gerade zum Parkplatz, da wollen wir James treffen und mit dem zusammen fahren wir dann oder gehen wir irgendwie auf diesen besagten Berg. Okay, da vor uns ist James. Wir fahren jetzt zu einem Parkplatz in der Nähe von dem Berg. Wir haben das Gefühl, das wird genau der Parkplatz sein, auf dem wir heute Nacht standen. Das heißt, es war irgendwie ein bisschen wasted, dass wir jetzt runtergefahren sind in die City. Egal! So, also wir haben doch nicht beim selben Parkplatz gehalten, sondern noch ein bisschen weiter oben. Jetzt laufen wir erstmal wieder diese Teerstrecke und dann geht's gleich über einen richtigen Wanderweg hoffentlich an die Spitze von dem großen Berg da oben. Ja, James legt ein ganz gutes Tempo vor. Er ist wohl nicht ganz untrainiert im Wandern. Mit der Blase, die ich von Samstag habe, geht's schon wieder einigermaßen. Ich habe jetzt einfach zwei Paar Socken an. Jetzt wird aber weniger gelabert und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen schöne Natur zeigen. Ja, das wäre jetzt noch so eine halbe Stunde bis zum Zwischenstopp und dann nochmal eine Stunde bis ganz nach oben. Aber wie man da vorne vielleicht sehen kann, es ist hart am Regnen da drüben und ja, das zieht mit hoher Geschwindigkeit hier zu uns. Deswegen müssen wir hier leider umdrehen. Die Aussicht ist trotzdem mega. Ihr seht hier noch ein paar schöne Shots von der Landschaft. Es wäre blöd, wenn wir ganz oben sind. Da soll ungefähr um die 0 Grad sein, ganz oben. Und wenn es dann anfängt stark zu regnen, das will keiner von uns. Das sieht halt schon so ein bisschen nach Apokalypse da vorne. Das sieht halt übelst nach Apokalypse. Das sieht gar nichts mehr. Hilfe! Das sieht gar nichts mehr. Vielleicht können wir nicht vor sein. Vielleicht können die uns helfen und uns runternehmen. Aber es ist halt, es wird ein Dreisitzer sein. Okay, wir werden wirklich mitgenommen von den zwei lieben Gentlemen hier, weil der Regen kommt. Hi! Ja, wir sind jetzt wieder zurück von der Wanderung. War noch kurz einkaufen. Jetzt sind wir hier wieder bei James zu Hause. James ist gerade noch irgendwie mit dem Pferd unterwegs. Hier in der Küche wird fleißig gekocht. Ich bin hier gerade eigentlich am Video schneiden, aber jetzt ist Hobbs hier, der Kollege, und sagt irgendwie, ich soll nicht arbeiten. Ja, irgendwie. Sagst du dazu, Hobbs? Ist schwierig so. Also, er lässt mich so ein bisschen arbeiten, aber wenn ich zu viel arbeite, dann sagt er so, ne, jetzt bin ich erstmal dran. Dann schnurrt er einfach. Ne? Hobbs? Ja, hast du einfach hingelegt. Na, was haben wir gerade gemacht? Du hast mir einen Rap hier geschaut. Und davor gab's? Nudeln. War gut? Ja, war gut. 10 von 10. Ja, wir hatten gerade einen schönen Filmabend. Die anderen machen schon Feierabend. Es ist ja auch schon 10 Uhr. Es wurde zu früh dunkel und wir haben zu früh Abend gegessen und jetzt sind alle müde. Der Abend endet einfach hier um 9. Ist halt echt so. Wir machen ja der Abend so um 3 Uhr mittags. Ja, wenn es dunkel wird, gehen wir schlafen, ne? Ne? Oh. Ciao.
Good morning, friends. Today we start the day with pancakes and not just normal pancakes. It are blueberry pancakes. Thank you very much for it. Ja, ich bin ja so ein bisschen mit dem Schnitt beschäftigt. Ich habe da gestern Abend nicht mehr so viel geschafft. Irgendwie diese warme Umgebung macht mich dann doch auch irgendwie müde. Heute soll es den ganzen Tag vermutlich regnen oder großteils. Mal schauen, ob wir weiterfahren oder noch hier bleiben oder irgendwas anderes. Ich hatte schon mal geguckt, im nächsten Ort irgendwo gibt es ein mega cooles Spaßbad. Dann habe ich mir die Bewertungen davon angeguckt und die waren halt grottig. Also da stand überall so aus den 80ern, die sollen mal wieder renovieren. Also, wir wissen noch nicht genau, was wir heute machen, das besprechen wir gleich. Aber ihr erfahrt es jetzt. Guten Appetit. So, ich bringe euch mal wieder auf den neuesten Stand. Ja, wir waren weitergefahren, so eine Stunde. Da war so ein schöner kleiner Ort mit sehr hohen Felsen. Sah total cool aus. Da haben wir dann gemerkt, dass Maxis Jacken noch bei James waren. Sind wir nochmal eine Stunde zurückgefahren. Wollten dann da tanken, weil da war eine gute Tankstelle mit einem Preis von 1,50 pro Liter. Der war dann mittlerweile schon, oder 1,60 pro Liter. Der war dann aber schon auf 1,80 gesprungen. Und ja, das heißt, jegliche Tankstellen, an denen wir vorbeikamen, hatten auf einmal 1,80er Preise. Davon, ja, waren Maxi und ich jetzt relativ genervt. Genau, dann sind wir nach diesem Ort weitergefahren. Nochmal eine Stunde oder so. Hier haben wir jetzt eine Schlafstelle gesucht, die war gesperrt. Genau, jetzt mussten wir halt doch tanken zu dem teuren Preis. Ich hatte jetzt die ganze Fahrt lang nicht gefilmt, weil ich die ganze Zeit beim Schnitt war. Das hat viel länger gedauert, als ich es eigentlich wollte. Und beim Schnitt ist ab und zu irgendwas verschoben und ich musste da ganz viel neu dran arbeiten. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen genervt und hungrig. Aber jetzt haben wir uns erstmal hier random hingestellt. Ach genau, und da kommt noch ein Thema dazu, wovon wir alle vier genervt sind, nämlich die Drohne. Morgen sind die 2 Wochen um. Die sollte eigentlich innerhalb von 2 Wochen wohl von Oslo nach Amsterdam zur Reparatur geschickt werden und wieder zurück. Ja, da habe ich mal heute Morgen im Internet gecheckt. Die ist noch nicht mal in Amsterdam angekommen und morgen sind diese 2 Wochen vorbei. Das ist ja auch belastend, weil wir sind jetzt quasi also noch 3 Stunden oder so von Oslo entfernt. Und ja, würden die gerne abholen, um weiterzufahren, weil wir haben halt auch ein bisschen Zeitdruck, weil wir ja noch die ganzen weiteren Länder mitnehmen wollen. Und halt pro Land auch ein bisschen Zeit haben wollen. Und ja, jetzt sind wir quasi, oder zumindest Maxi und ich sind jetzt so lange an Oslo gebunden, bis die Drohne wieder da ist. Also ich lasse mir die dann nach Hause schicken, dann wird's aber teuer, meinten die. Also sehr teuer, weil dann muss ich das versteuern lassen mit auslandsübergreifender Steuer oder irgendwas. Auf jeden Fall ist das keine gute Idee, meinten die. Und ja, davon sind wir jetzt auch alle ein bisschen genervt, weil wenn das jetzt noch länger dauert, würden die Mädchen halt ohne uns weiterfahren. Wir sind alle ein bisschen fertig, ne? Jetzt gibt's erstmal Spaghetti. Ist leider kein Bild mehr drauf und das Ja, wir machen die direkt in der Dose. Damit die direkt in der Dose gemacht werden können, müssen wir diese Gitter rumdrehen, weil in der Mitte das Loch ist zu groß, da passen die Dosen nicht drauf. Deswegen haben wir die jetzt so hingelegt. Jetzt können wir 2 Dosen gleichzeitig einfach so machen. Wunderbar. Gleich gibt's Happy Happy und wie es dann weitergeht, heute und morgen und generell, das wissen wir jetzt gerade nicht so genau, ne Maxi? Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Ich habe jetzt so eine Feuertonne hier aus dieser Dose gebaut. Essen war, ja, wenn ich jetzt sagen würde, Essen war lecker, wäre es eine Lüge. Auf jeden Fall habe ich eine Feuertonne gebaut aus dieser Dose. So, da sind jetzt Schlitze drin. Die habe ich gerade mit dem Messer da reingehauen. Und jetzt kommt da ein Feuer drin. Und dann sieht das aus wie eine kleine, schöne Laterne. Oder wie eine Feuertonne. Like a phoenix, you burst in a fire, burn, a burst in desire, you transform.
Ja, wir haben schon wieder 3 Tage später. Es sind ein paar Aufnahmen verschwunden, von denen ich dachte, ich hätte sie noch gemacht. Also, das eine war die Feuertonne, die das Feuer da drin machen hat nicht funktioniert. Dafür habe ich da jetzt ein Teelicht reingestellt und dann habe ich die andere auch noch bearbeitet und da ein Teelicht reingemacht. Und wie die fertigen 2 Monsterchen jetzt aussehen, seht ihr jetzt. Ja, da sind die 2 Kumpel. Welcher gefällt euch besser? Der mit dem großen Mund oder der mit dem zackigen Mund? Schreibt's mal in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, wie es morgen weitergeht, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und einen Kommentar und ein Abo vor allem. Eigentlich wollte ich Abo sagen. Ja. Aber jetzt habe ich schon alles 3 gesagt. Macht es einfach und bis morgen. Tschüss.